Die Oper Corradino ist vor allem bekannt geworden unter dem Titel Mathilde di Chabran. Dieser Titel wurde insbesondere für spätere Aufführungen verwendet. Das Originallibretto hat den Titel Corradino, Cor di Ferro und trägt danach eben den Untertitel Mathilde di Chabran. Dass Corradino ein Eisenherz ist, also ein sehr harter Mann, der sich vor allen weiblichen Einflüssen abschirmen muss, das geht aus diesem ganzen Libretto hervor. Und es ist ein lächerlicher Typ. Deswegen ist es ein Drama giocoso wie Don Giovanni, wo auch Don Giovanni immer bei Mozart ein bisschen eine lächerliche, eine getriebene Gestalt ist. Dieser Corradino hat die verrückteste Musik bekommen, die Rossini je geschrieben hat. Die Tenorpartie ist völlig unsingbar. Und vor etlichen Jahren hat ein gewisser Juan Diego Flores mit dieser Partie debütiert und wurde gleich weltberühmt. Wir haben auch einen sehr, sehr guten Tenor gehabt, nämlich Michele Angelini. Er hat als Partnerin eine grandiose Sarah Blank gehabt, die mit dieser Rolle debütiert hat und eine Erfüllung für diese Rolle ist, wie ich sie selten erhoffen durfte und wie ich sie selten erlebt habe. Und auch die anderen Rollen sind perfekt besetzt. Sie werden eine Sternstunde des Festivals in hervorragender Tonqualität erleben und in einer dokumentarischen Videoproduktion von Peter Fankhauser Basel. Ich wünsche Ihnen sehr gute Unterhaltung.